Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt. Außergewöhnlich. Aha, okay, Alter. Also ganz ehrlich, wenn ich so gucke, Gamescom Hotel und dieses eine Hotel sehe, dieses Zimmer mit diesen drei Bildern, was ich euch vorhin gezeigt habe, und ein Bild davon ist ein Kühlschrank, das andere Bild davon ist Bettlaken, das dritte Bild ist irgendwas, was aus Google gezogen ist, dann zählt es auch sehr unter Gewöhnliche außergewöhnlich. Hotels. Ob weit draußen in der unbarmherzigen Eiswüste oder tief unter Wasser, ob unfassbarer Luxus, krasser Gefängnisdrill oder ausschweifender Partyspaß ohne Jugendfreigabe. Es gibt Hotels für wirklich jeden Geschmack. Im heutigen Video zeigen wir euch die Die außergewöhnlichsten außergewöhnlichsten Hotels der Hotels. Welt und ihr werdet definitiv Boah, es staunen. gibt auch so krasse Hotels so unter Wasser, wo man da wirklich so unter Wasser lebt und da kommen so Fische so. Wow. Das ist safe übel geil. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wir bewerten Wir noch starten Quatsches. unser Video mit einem Hotel, das sicher noch nie jemand von euch besucht hat. Es hat Auf nämlich eine Berg? unglaubliche Lage, denn es geht um das einzige Hotel auf der Antarktis, das White Desert Hotel. Aber nicht nur die Lage ist einzigartig, sondern auch der Mach morgens Tür auf, nicht Hund bringt dir Zeitung, sondern Pinguin bringt dir Zeitung. Preis. Um hier eine Woche Urlaub zu machen, muss man nämlich unglaubliche 100.000 Euro zahlen. Teuer, teuer, teuer. Maximal 300 Gäste pro Jahr haben hier die Möglichkeit, exklusiv zu urlauben, und schon die Anreise ist unvergesslich. Denn tatsächlich landen die Besucher hier mit einem Privatjet auf einer Landebahn aus Eis. Wie kann man da überhaupt landen auf Eis? Oder man rutscht doch erstmal 20 Kilometer. Bevor es zum Check-in geht. Ein großes Hotelgebäude sucht man jedoch vergebens, denn das White Desert Hotel besteht komplett aus sogenannten Skypods, einzelnen Kapseln, die an kleine Oh, so ein Raumstationen Scheiß, Digga. 100.000 für sowas. erinnern. Aber auch Quatsch. wenn die Ansammlung der Skypods aus der Ferne eher an einen Campingplatz erinnert, gibt es im Inneren jedoch alle erdenklichen Annehmlichkeiten eines Luxushotels, inklusive sechsgängigen 5-Sterne-Menüs von Starköchen. Wer Zeig keine doch. 14.000 Euro pro Nacht für eine Übernachtung in den Pods über hat, kann übrigens auch etwas Zelt, günstiger Bruder. in den Zelten des Hotelcamps Mit übernachten. Pinguinchick. Wer kommt dann so nachts? Will mit dir kuscheln. Die Besonderheit ist hier ohnehin nicht die Hoteleinrichtung, sondern die exklusive Aussicht Ja, und die klar. Möglichkeit, eine Landschaft zu erkunden, die sonst nur Forscher zu Gesicht bekommen. Das Hotel bietet seinen Gästen nämlich Das Fahrrad, zahlreiche Bruder, fährt rum. unvergessliche Aktivitäten an, wie Antarktistouren, Eisklettern oder Picknicks auf Bergen, die bisher kaum ein Mensch betreten hat. Weiter geht's Picknicks, habt ihr gesehen, was da ist? Wodkaflasche. mit Picknick. einem echt verrückten Wie Hotel kippt es in sich rein, Tokio. Bruder? Nein, nicht mit Tokio Quatsch. Hotel, sondern mit dem Henna Hotel in der japanischen Stadt Tokio. Schon der Dann dodge der Check-in ist Robot. hier völlig anders als in anderen Hotels, denn tatsächlich wird man hier von einem androidenartigen Na Roboter Quatsch, begrüßt. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nein, niemals, niemals, Bruder. Niemals. Ich würde niemals in ein Hotel gehen, wo alle Roboter sind. Nein, Bruder, will ich nicht. Doch dabei bleibt es nicht. Auch sonst gibt es hier keine menschlichen Angestellten. Das Nein. Henna Hotel ist nämlich das erste reine Roboterhotel der Welt. Bruder, was ist denn das? Du kriegst Handtuch aus Automat. Bruder, du wirfst so eine Mütze rein, kriegst Handtuch. Und so werden sämtliche Aufgaben wie beispielsweise Essen kochen oder Wäsche waschen hier von Maschinen übernommen. Dabei sehen diese übrigens nicht alle wie klassische Roboter oder künstliche Menschen aus, sondern man kann sich bei Fragen zum Beispiel auch an Dinosaurier-Roboter wenden. Selbst im Hotel-Aquarium schwimmen nicht etwa Fische, sondern, ihr ahnt es Quatsch. schon, Roboter. Ich würde da nicht hingehen, Digga. Würdet ihr da hingehen? Fische. So, Betritt man seinen Hotelraum, der sich per Gesichtserkennung öffnet, geht es auch hier weiter wie im Science-Fiction-Film. Unter anderem schalten sich Licht, Klimaanlage und Bildschirme Voll automatisch gruselig, ein ja, safe, und ne? informieren die Gäste darüber, was sie erwartet. Hängt man seine Wäsche dann in den Schrank, wird diese automatisch gereinigt und gebügelt und auch die Zimmerreinigung wird von kleinen Robotern statt von Zimmerpersonal übernommen. Oder weißt du, imagine so halt einfach so morgens, du schläfst, auf einmal kommt so ein Roboter rein und saugt so. Bei Ich dieser würde das Gelegenheit gerne nicht mal in die machen, ey. Kommentare, ob ihr Quatsch. euch vorstellen könntet, in so einem Hotel zu übernachten oder ob ihr es irgendwie unheimlich finden würdet. Wir Quatsch. sind gespannt. Das nächste Hotel auf unserer Liste könnt ihr tatsächlich Und Joke auf einmal Schraube im Essen. Ja, okay, Entschuldigung. Schraube im Essen. Suchen Auf einmal kriegst du so Öl statt Spiegelei. Wenn ihr einen Tauchschein habt.
Die Jules Under Sea Lodge vor der Küste des US-Bundesstaates Florida ist nämlich ein ehemaliges Forschungslabor, das zu einer Hotelsuite umgebaut wurde und sich ganze 9 Meter unter der Wasseroberfläche befindet. Wer sich mit Taucheranzug und Atemluftflasche hierher wagt, findet am Meeresgrund überraschenderweise eine 48 Quadratmeter große Suite mit 2 Schlafzimmern, Küche, Bad und sogar Kühlschrank, Fernseher und Mikrowelle vor. Ja, also weiß ich nicht, ganz ehrlich, sag's euch so, wie es ist, was will ich da unten? Tatsächlich kann man sich hier sogar Pizza liefern lassen. Ja, Bro, Digga, Pizza liefern lassen, oder? Der kommt da mit Fahrrad. Achtung, ist hier übrigens ab etwa 1500 Euro zu haben. Wer etwas tiefer in die Tasche greift und 30.000 Euro pro Übernachtung ausgibt, kann jedoch auch ohne Tauchschein und ohne nass zu werden unter Wasser übernachten. Nämlich im Unterwasser... Ja, guck mal, das sieht geil aus. Ganz ehrlich, das davor, das ist Quatsch. Das ist alles, guck mal, das sieht aus wie Sumpf. Bruder, du siehst ja nicht mal irgendwas da. Guck mal, der Ausblick, was ist das? 500 Euro Pizza liefern. Hier, das Pizza mit. Eine Übernachtung. Wow, krass, 1500 Euro für so einen Scheiß. Ich gehe da nicht rein, aber das sieht heftig aus, ne? Insel. Hier sind mindestens 70% der Wände der Suiten Fenster und man hat einen faszinierenden Panoramablick. Oh, stell mal vor, du machst so, gehst mit Freundinnen, machst so weg und auf einmal kommt so Fisch und du so. Die Unterwasserwelt und ihre vielfältigen Bewohner. Fisch guckt dann zu, Digga. Wirklich außergewöhnlich ist auch das Fantasyland Hotel im kanadischen Edmonton. Das 4-Sterne-Haus ist nämlich ein Themenhotel, allerdings dreht sich hier nicht alles um ein bestimmtes Thema, sondern es gibt tatsächlich Themenzimmer für jede nur erdenkliche Vorliebe. Bereits Überflutung, sein Vater. Wer sich beispielsweise schon immer mal wie eine Prinzessin fühlen wollte, kann hier ein Prinzessinnenzimmer buchen, in dem man sich wie eine echte Herrscherin in ihrem Schloss vorkommt. Für Igloo-Fans gibt es einen eisigen Raum inklusive kleiner Pinguinfiguren. Afrika-Liebhaber können ein entsprechendes Zimmer buchen, dessen Wandbilder sie auf den fernen Kontinent. Ja, Bro, sie kriegen dann Giraffe ins Zimmer rein. Und versetzen. LKW-Fans kommen im Truckraum voll auf ihre Kosten, indem das Bett ein Truck ist. Weitere Highlights sind der Luxus-Western-Raum, in dem man in einer Kutsche. Jetzt mal ganz ehrlich, woher, mit was haben die das gefilmt? Die haben es doch mit Sony Ericsson gefilmt. Schläft. Ich sag ihr auf natürlich Ernst. Der Space Room, der aufwendig wie eine Raumstation eingerichtet ist und der durch große Bildschirme an den Wänden sogar die Illusion erzeugt, dass man sich hier wirklich im Weltall befindet. Generell ist das ganze Hotel sehr familienfreundlich und Kinder dürften vor allem vom Piratenzimmer fasziniert sein, welches unter anderem lebensgroße Piratenfiguren, Bettdecken mit Schatzkartenmustern, ja, sowas ist echt cool für Kinder, auf einem Piratenschiff inklusive drehbarem Steuerrad bietet. Alles andere als familienfreundlich. Egal was es ist, da gehe ich hin. Guck mal, wie das allein schon aussieht. Ist jedoch das nächste Hotel auf unserer Liste. Im Hedonism 2 Resort. Nein, Hedonism. Das ist wieder irgendwas mit Nacktheit und so. Auf Jamaika geht es nämlich mehr als wild zu. Und damit... Oh, Digga, ich dachte gerade, es ist cool. Meinen wir nicht nur die ausufernden Partys mit viel Alkohol, die hier permanent stattfinden. Das Hedonism 2 ist nämlich weltweit bekannt als ein freizügiges Vergnügungshotel für Erwachsene. Das Motto, es ist erlaubt, was gefällt. Wem es beispielsweise nicht gefällt, Kleidung zu tragen, muss dies hier auch nicht tun. Was ah, Bruder, Alter, ganz nackt einfach. Ganz nackt überall, geh poolnackt, Digga. ...eine Option ist, die nicht nur viele Gäste nutzen. Bro, die machen einfach auf Stein? Sondern für die das Hotel sogar bekannt ist. Schon tagsüber vergnügen sich überall unbekleidete Urlauber in den Pools mit integrierten Cocktailbars und was hier abends so alles passiert. Bro, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich gehe da nicht rein in dieses Hotel. Dürfen wir bei YouTube gar nicht zeigen, ohne direkt gebannt zu werden. Ausgelassene Schaumpartys stehen im Hedonism 2 am Abend. Also verstehe mich nicht falsch, aber das ist halt wirklich, Bruder, warum willst du da hin? Das ist viel zu viel. So auf dem Programm wie Artisten. Puff ist das, Bruder. Das ist kein Hotel, das ist Puff. Exotische Darbietungen und, naja, sagen wir mal, exotische Tanzshows. Ob wir euch vielleicht doch ein bisschen davon zeigen können? Nein. Weiter geht's mit einem Hotel, was für manche der Himmel und für andere die Hölle sein dürfte. Ist einfach Puff. Die Colarbin Eco Lodge in Auf einmal, da sind nur Opas. 100 pro. 100 pro sind da nur Opas. 100 pro. 100 pro, Digga. Ich glaube, ich habe das sogar mal auf TikTok gesehen und da haben auch so Leute in die Kommentare geschrieben, dass da nur so ältere Leute sind. Safe, Digga. Eden ist nämlich tatsächlich... Das sieht ja jetzt hier so aus, so nach dem Motto, guck mal da, Frau und so. Und hier,
Und ja, kein Wunder, dass hier am häufigsten mehrfach wiederholt ist. Ne? Aber wahrscheinlich sind da wirklich nur Opis. Das tiefste Hotel der Welt. Und das mit voller Absicht. Annehmlichkeiten wie WLAN, Elektrizität oder sogar Duschen sucht man hier nämlich vergebens. Die Hotelräume sind kleine Kabinen mitten im Wald, die nur aus Holz, Schlamm und Gras bestehen. Und wer etwas kochen oder einen Kaffee trinken will, muss erst einmal selbst Wasser von einer Quelle holen, Holz hacken und ein Lagerfeuer machen. Trotz all diesen Punkten, die viele Menschen abschrecken würden, wird die Coolarbin Eco Lodge von ihren Gästen begeistert gelobt. Denn so nah und ursprünglich in der Natur fühlt man sich in wohl keinem anderen Hotel der Welt. Nein. Kommen wir nun zu einem Hotel im bayerischen Amberg, das unter dem Motto Rast im Knast ein wirklich außergewöhnliches Übernachtungskonzept bietet. Das Hotel Frohnfeste No joke, gell? Warum für sowas bezahlen, wenn man einfach zelten gehen kann? Oder gehen die in einen x-beliebigen Wald einfach? Ich nämlich in einem ehemaligen Gefängnis. Die Besitzer haben hier zwar zahlreiche Umbauten vorgenommen, um den Gästen Komfort bieten zu können, haben dabei aber darauf geachtet, dass die ursprüngliche Knastatmosphäre dabei nicht verloren geht. Und so übernachtet man hier tatsächlich hinter Gittern in alten Gefängnissen. Es sieht halt auch so scheiße aus. So, also versteh mich nicht falsch, wenn ich jetzt nach Köln gehe, dann will ich einfach nur einen Schlafplatz, der gemütlich aussieht. So, weißt du, wie ich meine? Warum sollte ich jetzt extra nach Bayern fahren, um in einem Knast zu pennen? So, also Quatsch. Bruder, wenn ich Urlaub mache, was ist das? Wenn auch deutlich. Was ist das, Digga? Wenn ich Urlaub machen will, dann will ich Strand, Sonne, vielleicht Wellness. Wozu gehe ich dahin, um einfach nur im Knast zu pennen? Welchen Fetisch muss man haben? Es macht keinen Sinn, Digga. Man zahlt einfach für Seven vs. Wild. Klinge früher. Man kriegt nicht Preisgeld, Bruder, man muss zahlen. Die ganze Spur härter geht es hingegen im alten Kriegshafengefängnis in Karosta in Lettland zu. Auch hier wurde ein ehemaliges Gefängnis zu einem Hotel umgebaut, aber Luxus sucht man hier vergebens. Stattdessen übernachten die Gäste hier nämlich, wie die Insassen früher, auf Holzpritschen oder Eisenbetten und zu essen gibt es nur die klassische... Und für den Scheiß muss man zahlen? Das kann nicht wahr sein, Digga. Das kann nicht wahr sein. Ich kaufe mir eine alte verlassene Hütte irgendwo, mache das in Amerika auf und sag hier, für Leute, die in alte verlassene widerliche Hütte schlafen wollen, da gibt es nicht mal Wasser und Strom. Bro, Business läuft. Ich frage mich auch, warum. Gefängniskost, Wasser und Brot. Tatsächlich wird man sogar von Wärtern in Uniform geweckt, zurechtgewiesen und zum Frühsport getrieben. Das einmalige Erlebnis gibt es übrigens schon ab etwa 15 Euro pro Nacht. Ja, dann kein Wunder, dass es so billig ist, Digga. Zum Schluss möchten wir euch nun noch ein einzigartiges Hotel in den Niederlanden mit nur einem Raum, aber dem wohl bestmöglichen Rundumblick vorstellen. Bei Harlingen Harbour Crane handelt es sich nämlich um ein Kranhotel und der Name ist hier auch tatsächlich Programm. Man wohnt dort nämlich in 17 Metern Höhe im alten Führerhaus eines Krans, das nun als Hotelraum eingerichtet ist, inklusive Sitz. Boah, aber da muss ich euch ehrlich sagen, cool, Dusche, hat was. Klimaanlage, sogar eine Terrasse ist vorhanden. Wirklich besonders macht dieses Hotelzimmer aber ein spezielles Feature. Digga, du kannst einfach mit Kran fahren. Der Kran funktioniert nämlich noch und man darf ihn selbst drehen, wenn man will. Hat also eine 360-Grad-Aussicht nach Belieben über den Hafen, die Stadt und das Meer. Übrigens, wenn euch dieses Video über die... Ja, aber das ist cool, ich sag ehrlich. Weißt du, das ist im Gegensatz, das könnte man so mal machen. Weißt du, so ein, zwei Nächte dahin gehen, so ein bisschen so mit vollen Chillen. Aber wer will in den Knast gehen? Was ist denn das? Quatsch, Digga.